Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6, weiterhin im DLC Lost Between Worlds unterwegs. Und man hört es vielleicht schon wieder ein bisschen an meiner Stimme, mich hat mal wieder eine Verkühlung anscheinend erwischt. Nichtsdestotrotz, wir können aufnehmen, mir geht's sonst gut, nur die Stimme ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und wir machen ja weiter in unserer Risskarte. Wir haben uns nämlich heute mal diese Map hier vorgenommen, die Bergtour, die vierte Karte, die wir mittlerweile kennengelernt haben. Wir sind ja da unten gestartet bei der Umhüllung. Dort haben wir Faye kennengelernt, sind dann nach da oben zur zersplitterten Festung gekommen, dann eben zum giftigen Ödland und dann in der letzten Folge beleuchtet den Weg, die Mission mit den zahlreichen Leuchttürmen, um dann hier zur Bergtour zu kommen. Und da wollen wir uns in dieser Folge ein bisschen austoben. Lava, Scherbenhaini ist eine riesige Todeswand. Na und? Ich muss nur einen Berg runterlaufen. Und ich laufe schnell. Und da können wir uns dann wieder entscheiden, wo wir hinwollen. Entweder hier runter zu dieser unbekannten Scherbe, 5 Stück brauchen wir, um dieses Raumschiff wieder reparieren zu können, oder wir gehen da oben zu der anderen unbekannten Scherbe. Blöderweise, ich glaube, ich habe mittlerweile herausgefunden, wie das Ganze funktioniert. Wir können nicht einfach sagen, wir holen uns diese Scherbe, gehen dann zurück und holen uns diese Scherbe. Wir müssen immer wieder von vorne beginnen. Ich habe nämlich eine kleine Aufnahmesession Pause gemacht in der letzten Folge. Ja, und siehe da, ich bin wieder gestartet. Ganz am Anfang bei der Umhüllung musste durch jede einzelne Map durch. Das heißt, unser Arsenal sieht heute ein bisschen anders aus als zum Schluss der letzten Folge. Wir haben die zersplitterte MP5K beispielsweise dabei, die zersplitterte Spaß 12, die Schrotflinte, wir haben die zersplitterte AKM und die Desert Eagle als Pistole auch nochmal dabei. Wir haben die Gesundheitsinjektion, eine Annäherungsbombe, eine Haftgranate und das war's dann im Großen und Ganzen auch. Was wir zum Glück haben, ist die Fraktalbombe. Die hätte ich vielleicht sogar mal nutzen sollen. Nicht lustiger, weil ich war nämlich gerade schon eben hier. Aber wir kommen da sowieso nochmal hin zum giftigen Ödland, denn, naja, wobei, weiß ich gar nicht. Doch, wir könnten theoretisch zum giftigen Ödland und dann darauf. Das wäre eine gute Idee. Giftiges Ödland mit der Fraktalbombe dort die Dinger freischießen. Das ist eine gute Idee. Dann geht's da nach oben, dann geht's da rüber. Und dann könnten wir theoretisch da nach hinten. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Dann können wir uns nämlich da sparen, nochmal die Bergtouren und so weiter und so fort nochmal zu machen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich glaube, genauso machen wir das. Also dann geht's los mit der Bergtour und wir gucken mal, was es da so zu tun gibt. Lustig sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal aus. Na, herzlichen Glückwunsch, alter Falter. Erreiche die Portale. Ich muss diesen Berg hinunter. Wenn dieses Alien-Ausputzer-Ding nicht erwischt, bin ich tot. Ach ja. Wo sind wir hier? Außer auf einem Dach? Ändert sich das da oben? Ach du Scheiße, wo sind wir denn da bitte schon reingeraten? Ich will nicht, ich will nicht. Eieieiei, okay. Und wir gucken uns natürlich wieder ein bisschen um. Guck mal, der Vivio-Pflanze hat auch bis hier ins Level geschafft. Oh. Sei schneller? Wo müssen wir denn hin so schnell? Ach, den Berg hinunter. Ach, dieses Ding bindet da den Tod. Okay, ich dachte, da kommt noch was Zweites. Wir müssen hier quer durch die Map latschen. Da unten wollen wir hin. Da ist unser Ziel. Und wo geht's da beginnen? Ich möchte natürlich wieder alles wissen, ist ja eh klar. Ich vermute mal, das wird der Weg sein, den wir gehen sollen. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Ah. Guck mal. Genau, was ich gebraucht habe. Es ist eine Waffe, die wir schon haben. Es ist, glaube ich, genau die Waffe, die wir gerade in der Hand haben. Oder es ist, warte mal, die Waffe hier. Unser Arsenal. Es ist wahrscheinlich die hier. Oder die hier. Ich weiß es gar nicht. AKM oder MP5K. Keine Ahnung. Eine von den beiden. Die wir normalerweise jetzt hier bekommen hätten. So langsam. Sei schneller. Ach so, das Ding kommt schon wieder. Scheiße. Okay, wir dürfen uns hier nicht unendlich lang Zeit lassen. Das ist ein bisschen ein Problem. Und wohin jetzt? Ach so, da unten geht's weiter. Hoppla. Ach du Kacke. Ich dachte, wir haben hier ein bisschen Zeit zum Erkunden. Wir haben überhaupt keine Zeit für irgendwas. Scheiße, wo bin ich jetzt wieder? Wir haben hier überhaupt keine Zeit für irgendwas. Wir müssen schnell vorankommen. Ja, ja, na, du hast leicht reden. So, wohin jetzt? Ich glaube, darüber. Beweg dich, sonst stirbst du. Alles in Ordnung. Guck mal, wo das Ding da ist. Achso, ist ja direkt hinter uns. Aber auch sehr gefährlich. Erinnert mich ein bisschen an Fortnite, wenn die Zone kommt. So, schnell mal weiter.
Das ist eine krasse Nummer hier, Freunde. Alter Falter. Okay. Wie lange haben wir Zeit? Ein bisschen Zeit haben wir, um zu gucken. Dann nehmen wir uns auch ganz schnell das hier mit. Oh, Hallöchen. Wer will da drüben was? Keine Ahnung. Da haben wir den Dr. Edgar Reyes, den verrückten Doktor. Okay, wir sollten vielleicht eine andere Waffe wählen. Da könnte es nämlich lustig werden. Ach du Kacke. Und ich dachte, wir können uns hier ein bisschen umsehen zumindest. Wir können hier genau gar nichts tun. Oh, cool. So, will da oben auch noch was, wer was? Ich hoffe nicht. Gut, das Gute ist, wir müssen uns hier nicht umsehen. Es gibt hier nichts zum Lesen oder sonst irgendwas. Das Einzige, das wir sammeln können, sind die Schimmer. Scheiße. Und von denen haben wir mittlerweile schon 469 Stück am Konto. Also schon eine ganze Menge. Ach du Kacke, wo geht's denn hier hin mit uns, bitteschön? Wo geht's denn hier hin? Nochmal Seilrutsche. Die nutze ich am liebsten. Hallo! Okay, jetzt kann es kritisch werden. Achtung. Oh, fuck. So, wo ist die Zone? Die kommt erst. Okay, alles gut. Und noch ist alles gut. Aber wie kommen wir denn da rauf? Scheiß mich an, ey. Wie kommen wir denn da rauf? Wir müssen ihn wieder nach oben, um dann darüber zu kommen. Aber wie? Oder geht es da drüben weiter? Ich glaube, es geht da drüben vielleicht weiter. Aber ich habe doch keine Ahnung. Okay, wir gehen mal hier lang. Vielleicht haben wir da ein paar mehr Chancen. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, Munition mitnehmen. Auf den verzichte ich mal und weiter geht's. Hallöchen. So, da hinten fließt nur Lava runter. Kein Problem. Oh, was war das denn? Lebt der noch? Hoffentlich nicht. So, Achtung, die Zone kommt. Wir müssen wieder weiter. Wir haben keine Zeit, um uns hier irgendwie umzugucken. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich ja gerne die Maps alle entdecken möchte. Aber so viel Zeit gibt uns das Spiel nicht. Das räumt da hinten alles auf. Da bleibt nichts mehr übrig. Da hinten ist dann unser Ziel. Dort wollen wir hin. Dann können wir uns ja glatt die Schere in dieser Folge schon mal mitnehmen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Cool. Also das ist schon mal der Nummer hier. So weit gekommen bin. Oh, hab ich verpasst, wie du durch das Portal gegangen bist. Welches Portal denn? Kommt das Ding eigentlich immer noch? Ja. Oder verschwindet das jetzt irgendwann mal? Das räumt da hinten einfach alles mit. Alles wird aufgeräumt. Und da verpassen wir all das, was hier drumherum ist. Guck mal, da haben wir ein paar Seeminen. Wir sind irgendwo an der Küste mittlerweile angekommen. Und man merkt viele... Raketenwerfer sogar, na Glückwunsch. Viele von diesen insgesamt 15 Missionen sind eben dann ganz verschieden gestaltet. Einerseits kann man sich Zeit lassen bei manchen Missionen, andererseits so wie in dieser hier überhaupt nicht. So, und jetzt kann es lustig werden. So, das Gute ist, die wehren sich nur bedingt, also da brauchen wir uns keinen Stress machen. Das geht schon. So, und da sind die Portale, Freunde. Da sind wir schon. Aber wo wollen wir hin, ist die gute Frage. Wir wollen in dieses Portal. Wir müssen wieder ins orangene Portal hinein, um dann zu dieser Scherbe zu kommen. Dann können wir nämlich den Umweg nach da oben nehmen, um zu dieser Scherbe zu kommen. Das orangene Portal, wo ist das denn? Da oben? Okay, ich hoffe, ich komme da noch hin rechtzeitig. Ganz ehrlich, das hat Spaß gemacht. Ja, irgendwie schon. Ich finde es zwar noch ein bisschen schade, dass wir nicht viel entdecken konnten, aber es hat Spaß gemacht. Und rein geht's direkt mal in die nächste Mission. Und jetzt geht's zur ersten von 5 Scherben. Und alle 5 brauchen wir natürlich, um
Farbe bekennen, um das Schiff wieder instand zu setzen. Ich brauche die Scherbe fürs Schiff. Und das ist so einfach. Wir spawnen hier und nehmen das Ding mit. Das ist ja fast ein bis... Ach du Scheiße. Die Scherbe scheint ein Farbbasierendes Schild um dich herum zu erzeugen. Ein Schild? Ich glaube, wenn du die Munition wechselst, bist du gegen Beschuss der entgegengesetzten Farbe immun. Der entgegengesetzten Farbe? Roter Schild wird blau ab, blauer Schild wird rot ab. Easy. Das heißt also... Gut, wäre es nicht irgendwie besser gewesen, wir hätten die Umrandung in der Farbe, in die wir gerade abgewehrt werden? Wir haben jetzt nämlich gerade eine blaue Farbe ausgebildet mit der Munition, das heißt, rot wird abgewehrt. Und für mich sieht das aber so aus, als wenn wir gerade gegen blau geschützt wären. Rot wird auf jeden Fall abgewehrt und wir kommen ja anscheinend in ein rotes Gebiet hinein, da sollten wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Aber vielleicht auch mal die Munition auf rot setzen, weil irgendwie müssen wir die ja auch abschießen können. Das ist ein bisschen ein Problem. Und das ist wahrscheinlich auch genau deswegen so gemacht, damit wir hin und wieder mal getroffen werden, denn wir müssen ja trotzdem die Munition wechseln. Wenn jetzt hier angenommen ein roter Gegner steht, dann kann der jetzt auf uns schießen. Wir haben dieses Schild aktiviert und der kann uns nichts tun. Weil das blaue Schild wehrt rot ab. Aber irgendwie müssen wir ja ihn auch abschießen. Und das heißt, wir müssen irgendwann mal die Munition wechseln. Und dann wird automatisch auch das Schild gewechselt und dann wird blau abgewehrt. Das heißt, wir sind dann treffbar. Aber mal gucken, wir werden uns das Ganze mal anschauen. Wir können uns hier das Ganze zumindest mal anschauen, Gott sei Dank. Wo sind wir denn hier, bitteschön? Maria Marquesa. Ganz viel von McKay. Cool. Und irgendwo da hinten ist der Ausgangspunkt, dort, wo wir hinwollen. Und da unten sind die ersten Feinde. So, ich gehe mal ganz kurz hier drüben lang, nur um zu gucken, ob da vielleicht noch ein bisschen was von dem Schimmer rumliegt. Und das liegt tatsächlich... Da haben wir blaue Feinde. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir die tolle Sniper von der letzten Folge nicht mehr haben. Die war nämlich wirklich, wirklich gut. Aber leider Gottes ist sie diesmal nicht in meine Hände gefallen. Und ich vermute mal, die Waffen, die wir jetzt hier haben, müssen wir sowieso wieder abgeben. Wenn wir dann quasi wieder vom Ursprungsort starten und dort uns um die nächste Scherbe kümmern. Aber ich würde liebend gerne da drüben auch mal hin. So, wir sind ja jetzt hier noch nicht in heftige Gefechte verwickelt. Also von dem her sollten wir das doch relativ easy cheesy hinbekommen. Selbst wenn wir gerade keinen Schutz haben. So, der verzieht sich. Die Frage ist, wohin? So, da gibt es sonst nichts mehr. Jetzt haben wir mittlerweile schon fast 500 von dem Schimmer. Also da können wir schon ein paar Mal verrecken und nochmal neu laden. Das funktioniert alles. Denn die Dinger, die helfen uns ja nicht wieder am Ursprungsort zu starten, sondern eben hier weiterzumachen, in derselben Mission nochmal starten zu können. 100 Schimmer brauchen wir da, glaube ich. Das heißt, 5 Mal können wir jetzt das mittlerweile schon verrecken. Das nennt sich Container. Und das ist ein ganz schöner Haufen. Vielleicht kann ich sie mit einem Kran bewegen. Da oben hätten wir einen. Mit diesen Kränen kann ich meinen Weg durch die Frachtcontainer bahnen. Aber wo ist denn jetzt unser Ziel? Das habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Wir sollten auf jeden Fall erstmal die Feinde da unten erledigen. Das ist mal die Hauptsache, dass dort unten mal alles klar ist. Und wir sind hier in einem Containerhafen angekommen. Ich vermute mal, viele von den Dingen, die wir hier sehen, kennen wir schon aus dem Hauptspiel. Wie beispielsweise eben die Container aus den zahlreichen McKay-Häfen. Der hat ja überall seine Finger im Spiel gehabt in der Leste. Ich kann den Weg freimachen, indem ich die Container mit dem Kran bewege. So, der sollte weg sein. Noch nicht ganz. Aber jetzt. So, und jetzt will ich das Ganze gerne mal probieren. Genau, der kann mir nichts tun. Guck mal. Aber wir müssen eben irgendwann mal die Munition wechseln, um ihm was tun zu können. Die haben tatsächlich Verstärkung gerufen.
Ich hab gedacht, das funktioniert hier gar nicht. Na, so ein Scheiß. Ich hab gedacht, das funktioniert hier gar nicht. Die können tatsächlich Verstärkung rufen. So, der sollte weg sein. Zumindest halbwegs. Eieieiei, können wir das Ding da irgendwie demolieren? Ich versuche mal mit einer Haftgranate drauf zu ballern. Nee, das bringt's nicht. Okay. Das heißt, die rufen Verstärkung so oft und so lange sie wollen. Wir können dem Ding nicht den Saft abdrehen. Ich sollte vielleicht mal die Waffe wechseln. Na gut, die wird uns hier nicht viel bringen. Die hier vielleicht schon eher. So, Freunde, wo seid ihr? Da vorne haben wir einen blauen Kompagnon. So, und ich glaube, das ist ja noch ziemlich der letzte von den Kollegen hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir jetzt die Luft rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und können uns hier ein bisschen umschauen, alles mal mitnehmen. Ich vermute mal, dass hier sind... Ne, immer nur drei. Ich wollte gerade sagen, das sind vielleicht sogar schon 10. Da unten gibt es nichts zu sehen an der Küste. Ein riesiger Containerhafen. Und ich glaube, ich sollte viel mehr diese explosiven Fässer, diese Treibstofffässer hier nutzen. Denn die bringen alle um. Wurscht welche Farbe, jeder stirbt. Oder wird zumindest schwer verletzt, sagen wir mal so. So, da hinten gibt es auch nichts zu tun. Was leuchtet denn hier so mysteriös herum? Ach so, da können wir den Kran bewegen. Okay, okay. Das machen wir gleich. Ich würde mich gerne ganz gerne vorher erstmal hier noch ein bisschen umsehen am Areal. Da haben wir bestimmt noch irgendwas, das wir mitnehmen können. Beispielsweise die Munition hier hinten. Guck mal. So. Und da oben können wir anscheinend auch irgendwie rumklettern. Mal gucken, was da so Schönes gibt. Vielleicht nix. Vielleicht nur ein paar Kletterhaken. Können wir nicht benutzen, aber wir können vielleicht den hier machen. Und den Schimmer mitnehmen. Rauf kommen wir da weiter nicht. Das geht nicht. Ich wünschte, ich könnte da hochklettern. Wir haben nämlich keinen Kletterhaken dabei, blöderweise. Den müssen wir uns erstmal irgendwie herholen. Die Frage ist, wo werden wir den bekommen? So, da oben habe ich gesehen, ist auch noch ein bisschen was Schimmermäßiges. Ich glaube, sogar das können wir uns mitnehmen. Ja. Sehr schön. 10 Schimmer würden da drüben auf uns warten, aber ganz ehrlich, ob wir jetzt 508 oder 518 haben, sollte dann auch schon egal sein. Und ich glaube, das war es auch im Großen und Ganzen. Na gut, dann versuchen wir mal, den Kran zu steuern. Ich bin ja gespannt, ob das funktionieren wird. Und vor allem, ob das so einfach funktionieren wird. So sollte es gehen. Okay, und der schnappt sich nicht nur den einen Container, sondern auch schon ganz schön viele andere. So, und jetzt? Kommen wir jetzt hier hinten weiter, oder wie? Wir können hier auf jeden Fall nach oben klettern. Tatsächlich, wir kommen hier weiter. Cool. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und da gibt es nochmal ein bisschen was Schimmermäßiges. 3 Schimmer nehme ich gerne mit. Okay, und da unten warten die nächsten Kollegen auf uns. Na, Glückwunsch. Eieieiei, das sind ganz schön viele. Gut, funktioniert. Ach du Kacke. Ich traue mich hier gar nicht, da unten zu gehen. Nehmen wir mal lieber diese Waffe hier. Ich glaube, die ist ein bisschen besser für weitere Distanz geeignet. So, der wäre weg. Kommen die da rauf oder wie? Aua. So,
So, wie holen wir uns den da hinten? Ich hätte da liebend gerne einen Raketenwerfer, nur leider gibt's den noch nicht hier im Spiel. Vielleicht kommt er da irgendwann mal in unsere Hände. Das wäre ja ideal. Da hinten ist das Portal. In noch weiter Entfernung. Aber wir schießen uns unseren Weg frei. So, der nächste Herr Kollege. Okay, und jetzt sieht es halbwegs clear aus. Gott sei Dank, wie kommen wir denn da runter? Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wenn wir einmal verrecken, müssen wir ganz von vorne nochmal starten. Und das würde ich gerne vermeiden. So, alles mal mitnehmen. Und mal ein bisschen durch die Gegend gucken, was wir da so finden können. Vielleicht ein bisschen was zum Schimmern, zum Lesen oder sowas habe ich mittlerweile schon aufgegeben, dass wir da irgendwas mitnehmen können. Denn ich glaube, das gibt es hier einfach gar nicht. Wir haben ja im normalen Spielmodus immer wieder nach ein paar Textdokumenten und so weiter und so fort gesucht, aber ich denke mal, die werden hier nicht im Spiel verfügbar sein. Mist! Falscher Schirm! Was? Achso, Schutzschirm. Ja, aber der kann uns schützen. Und das machen wir so. Na, so geht's dann mal richtig los hier, Freunde, oder? Ich habe auch eine. Arschloch. So, da oben hockt ein Sniper. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Ich weiß nämlich nicht, wer das da gerade ist. Scheiße, Scharfschütze! Ja, 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 ja. Nur kein Stress hier, meine liebe Dani. Nur kein Stress. Alles ist im Griff. Da hinten noch ein Scharfschütze. Und da oben ist auch noch einer. Ja, Ewigkeiten dauern, wenn wir ihn treffen. Der sollte weg sein, hoffentlich. So, und den hätten wir auch. Okay, der nächste rennt da unten rum. Das ist schon eine ganze Menge an Feinden hier. Alter Falter. Dass die Schrotflinte überhaupt so viel Schaden macht auf diese große Distanz, wundert mich ein bisschen. Ah, stimmt ja. Hoppla. So nicht die Hoffnung, dass wir da irgendwas erreichen können. Deswegen habe ich einfach mal die Munition hier genommen. Die Waffe hier genommen, meine ich. Sorry. So, aber wir können uns ja mal um den da oben kümmern. Das war ja mal eine Idee beispielsweise. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Das war nicht der Plan. Oh! Hallo! Au! Okay, erstmal wieder zurückziehen. Das wird sonst nichts. Eieieiei, das ist schon eine Nummer hier, Freunde.
Das ist definitiv nicht mehr so einfach wie bisher. Und auch bisher war es nicht einfach. So, ich würde gerne mal nach oben gehen, um mir diesen Glimmer damit zu nehmen, um den Splitter, den Glimmer. Fuck oh mio, Freunde. Na holla, die Waldfee. Ich habe das Gefühl, da kommen unendlich viele nach. Kann das sein? Eieiei, Raketenwerfer. Ich habe das Gefühl, da kommen unendlich viele nach. Ich hole mir jetzt diesen Glimmer da oben, den Splitter. Schimmer meine ich natürlich. Glimmer. Jetzt geht's richtig los, habe ich das Gefühl. So, zuerst mal soll dieser doofe Sniper da oben jetzt dran glauben, weil der nervt mich schon. Wo geht's denn dahin eigentlich? Ist ja auch sehr interessant. Vielleicht haben wir da eine Waffe oder sowas. Oder wir haben einfach gar nichts. Das ist auch eine Idee. Eieieiei, erreiche das Ausgangsportal. Na, das ist leicht gesagt. Und ich glaube, da können wir uns schon mal abschminken, dass wir da wirklich gegen jeden einzelnen Feind kämpfen, weil das wird nicht funktionieren. Das sind einfach viel, viel, viel zu viele. Was wir machen können, ist jeden Schimmer mitzunehmen. Oh, hallo. Okay, auf die Raketenwerfertypen müssen wir ganz besonders aufpassen. Okay, keine Ahnung, wie ich da jetzt auf einmal auf Salve umgestellt habe. Wie habe ich denn das hinbekommen? Scheiße. Achso, mit K. Einzelschuss vollautomatisch, da haben wir's. Huiuiuiui. Was ist das für ein Ding? Noch mehr Container. Sie versperren den Weg zum Portal. Versetze sie wieder mit deinem primitiven Steuerpult. Welche Container denn? Wovon reden die? Du bist ja ein richtiger Idiot. Diese Steuerpulte sind die einzige Möglichkeit, die Container zu bewegen und einen Weg frei zu räumen. Und das Lustige ist, nicht nur wir können irgendwelche Bewegungsminen hier platzieren, sondern auch die. Oh Gott, ich bin wieder im falschen Modus. Gut, der konnte uns nichts tun. Glücklicherweise. Mierda.
Ach du Scheiße, wo sind wir denn da bitte schön reingeraten? Eieieiei. Also wenn das jedes Mal so eine Nummer wird, wenn man so einen Splitter mitnehmen, dann können wir uns ja gratulieren. Okay, ich drück hier mal. Weil wie gesagt, ich glaube, es hat keinen Sinn, hier jeden einzelnen Feind niederzuballern. Die spawnen einfach wieder. Versuch mal irgendwie darauf zu kommen. Ich lasse jetzt mal alle da einfach rumstehen. Die sollen mal machen, was sie wollen. Aber das ist ja noch gar nicht. Das funktioniert ja noch gar nicht, so wie ich es vorhab. Wir kommen hier ja gar nicht rauf. Das Ding da oben dreht sich auf jeden Fall, aber irgendwas fehlt noch. So, wir schlagen sie einfach mit ihren eigenen Waffen. Ich habe das Gefühl, da oben müssen wir nochmal drauf drücken. Okay, dann nochmal retour das Ganze. Eieieiei. Okay, Achtung. So, und wir versuchen es nochmal. Das wäre das eine Ding gewesen, aber wir brauchen noch eins. Ich glaube, ein Steuerpuls sollte reichen. Und das müsste dann vermutlich irgendwo da drüben stehen. Oh. Alter Falter. Ich glaube, ich spinne. Ich will hier gar nicht weg. Wer weiß, was der noch drauf hat. Na, was ist du? Hast du nicht gemerkt, dass das nicht geht? Okay, da ist der Blöde mit dem Raketenwerfer wieder. Ach du meine Fresse. Boah, wo kommt denn der jetzt wieder hier? Oh, hallo. Genau, kommt mal lieber zu mir hier, Freunde. Würde ich auch so behaupten. So, und dann machen wir den hier. Stopp, jetzt komme ich zum Portal. Noch eine. Scheiße. Ach du Fuck.
haben wir schon wieder kein Leben mehr. Fuck. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Was hat der denn eigentlich für einen Schutz? Der nimmt das ganze Ding da mit. Da ist wieder irgendwo so eine scheiß Mine. Leck mich. Ja. Jetzt auf, mir ist jetzt alles wurscht. Scheiß auf die. Wir gehen. Hoffentlich. Oh, da kommen immer mehr. Na, die da hinten können uns ja wurscht sein. Ich hoffe nur, da vorne kommt keiner mehr. Eieieiei. Das ist mal eine Nummer, Freunde. Huch. So, wer will nochmal? Wir haben ja noch ein bisschen Munition dabei. Nicht mehr viel, blöderweise. Aber ein bisschen geht noch. Okay, ich wollte gerade sagen, die spielen jetzt da unten noch mit den Kringeln rum und versperren uns unseren Weg wieder. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen haben wir das jetzt geschafft. Gott sei Dank. Und wir kehren zurück zum Ausgangspunkt mit Scherbe Nummer 1 von 5. Okay. Und jetzt? Ich weiß nicht. Der Umgebungsenergiesammler ist aktiv. Wenn alle Teile an Ort und Stelle sind, kann ich das Protokoll aufheben und heimkehren. Diese primitive Menschengestalt hat ihre Vorteile. Ja, die primitive Gestalt kriegt Sachen gebacken. Ah, ich kann auf Energie vom Schiff zugreifen. Okay? Jetzt bin ich von Mikroorganismen bedeckt. So wie du, Dani. Du weißt, was das ist, oder? Ja, ich weiß, was ein Schwein ist. Und du bist definitiv keins. Aber ich fühle mich so. Und darum geht es. Nein, es geht darum, abzuhauen, nicht ein Schwein zu werden. Es war nicht leicht, diese Scherbe zu bekommen. Okay, yeah. Ich habe dir was gegeben, um deine Verzweiflung zu lindern. Und nun geh. Ich will dieses chemosensorische System ausprobieren. Vergiss nicht, mich zu retten, falls ich sterbe. Diese Gerüche sind magnetisch. Zum Schluss bleibt die vielleicht noch hier auf der Erde, wenn sie so gut gefällt. Hast du mir gerade Hehkräfte verliehen? Sozusagen. Die Ausrüstung besteht aus Feldtechnologie. Sie hilft dir länger zu leben. Na, das klingt aber sehr gut. Finde in den Rissen versteckte Werkzeuge, die dir Zugriff auf neue Routen und Gebiete ermöglichen und dir die Reise erleichtern. Na, das klingt ja schon mal richtig geil. Finde Werkzeuge, während du die Risse erkundest oder eine Scherbe sammelst. Du behältst deine Werkzeuge selbst, nachdem du gestorben bist. Werkzeuge öffnen Abkürzungen und geben geheime Gebiete mit verbesserten Waffenpreis. Es gibt die Fraktalbombe, spreng dich durch Kristallwände, den Rissschlüssel, schalte geheime Durchgänge frei und entdecke neue Wege und den Kletterhaken. Klettere, um Abkürzungen zu finden und mehr zu sehen. Und die Fraktalbombe, die haben wir ja schon. Und um die sollten wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge kümmern. Denn wenn ich mir mal hier umschaue auf der Karte, dann würde ich ganz gerne hier ins giftige Ödland nochmal zurückkehren. Und ganz am Anfang haben wir hier in dem Tunnel die Möglichkeit, eine Fraktalbombe zu zünden. Und ich würde gerne mal rausfinden, wo wir dorthin kommen. Möglicherweise ja in dieses Gebiet dann, dass wir da nach oben dürfen. Dann können wir nämlich hier hin, dann können wir hier hin und dann können wir hier hin. Zu dieser unbekannten Scherbe
Unbekannte Scherbe Nummer 2. Das ist der Plan für die nächste Folge. Das heißt, hier, das mache ich nochmal selber. Wir haben jetzt nämlich gerade wieder keine Ausrüstung, denke ich. Genau, wir sind wieder nackt. Wir haben immerhin den hier, den transzendierenden Helm. Der verleiht uns übermenschliche Kräfte. Du kannst beim Schwimmen wesentlich länger den Atem anhalten. Du hältst größere Widerstandskraft gegen Explosionen, Gift und Feuer. Also wir haben zumindest mal von der Fey-Ausrüstung Nummer 1 von 5 vom fraktalen Fey-Set. Bin ich schon mal gespannt, was wir da sonst noch alles bekommen können im Laufe des Spiels, im Laufe des DLCs Lost Between Worlds. Ja, und in der nächsten Folge sehen wir uns dann eben wieder im giftigen Ödland und werden uns mal den anderen Weg anschauen. Und mal gucken, wo wir dorthin kommen. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry Nr. 6 im DLC Lost Between Worlds. Bis dahin, tschüss!